Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Smartphone und zwar möchte ich euch mal ein paar Apps vorstellen, mit denen ich persönlich gerne in der Fotografie arbeite, welche mir eine gewisse Arbeitserleichterung bringen und natürlich auch eine App zum Thema Bildbearbeitung. Viel Spaß! Bevor ich einsteige und euch meine Lieblings-Apps zum Thema Fotografie zeige, kurz der Hinweis, die Apps, die ich euch vorstelle, sind alle für das iPhone. Ich weiß, dass es die teilweise auch für Android gibt, bin mir aber nicht sicher, ob es sie auch wirklich alle dafür gibt. Deswegen im Zweifelsfall einfach mal nachschauen, wenn ihr ein Android-Handy habt. So, die erste App, die ich euch dann einmal vorstellen möchte, nennt sich Sun Surveyor, war damals, glaube ich, sogar die erste Fotografie-App, die ich mir auf das Handy geladen habe. Ich habe mir damals nur die Lite-Version runtergeladen, einfach aus dem Grund, ich wollte das Ganze erstmal testen. Und zwar, Sun Surveyor ist eine App, bei der könnt ihr zum Beispiel sehen, wann ist die blaue Stunde, wann ist die goldene Stunde, wann, zu welcher Zeit steht die Sonne, an welcher Stelle. Könnt das alles wunderbar nachvollziehen. Ihr seht das hier in der App. Je nachdem, wo ich stehe, ich habe hier wie so einen Kompass drin und kann dann im Prinzip meine Blickrichtung entsprechend ausrichten. Und dementsprechend sieht dann auch oder zeigt mir dann die App auch genau an, wann, um welche Uhrzeit, wo die Sonne steht. Genauso sehe ich auch ungefähr den Winkel, in welchem die Sonne an mir vorbei wandert und kann dementsprechend auch einschätzen, wie ich fotografieren möchte, wie ich dementsprechend mein Motiv wählen muss und die Kameraausrichtung wählen muss, damit ich das Wunschmotiv so fotografieren kann, wie ich möchte. Damals habe ich mir nicht die Vollversion gekauft, weil es damals noch nicht diesen Punkt Milchstraßenfotografie mit gab. Ich habe gesehen, inzwischen wurde das auch nachgerüstet. Inzwischen könnt ihr auch hier, wenn ich hier mal durchgehe, habt ihr hier jetzt auch drin stehen, Milchstraßenzentrum und solche Sachen, die Infos sind jetzt auch mit dabei. Aber ich habe mich damals dann für eine andere App entschieden und zwar Fotopilz ist eine Bezahl-App, gibt es keine Lite-Version von. Und zwar Fotopilz hat im Prinzip sehr ähnliche Funktionen wie die App jetzt gerade, aber ist etwas umfangreicher, hat noch viel mehr Features drin. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, das ist es mir wert. Im Augenblick kostet die, glaube ich, knapp 11 Euro, die App. Und ich würde sagen, wir schauen auch mal hier rein. Und zwar grundsätzlich, ich habe natürlich ja auch alles zum Thema Sonnendaten, Monddaten. Dann zusätzlich könnt ihr euch Schärfentiefe anzeigen lassen. Ihr habt hier solche Schärfentiefe-Tabellen mit drin, Hyperfokal-Tabellen. Dann sicherlich ganz interessant, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr nachts fotografieren geht, Milchstraßenfotografie, habt ihr so einen Punkt, der heißt Nacht-AR. Ihr könnt also euch ganz normal den Himmel anzeigen lassen und ihr bekommt am Himmel direkt angezeigt, wo sich gerade die Milchstraße befindet. Ihr seht auch, ob welcher Teil der Milchstraße zu sehen ist, ob das der schmalere, der breitere Teil der Milchstraße ist. Ihr könnt ganz klar planen, vorab schon, wenn ihr jetzt ein Motiv gefunden habt, was ihr fotografieren wollt. Ihr könnt euch das Motiv anschauen. Ihr könnt euch genau auf den Tag, auf die Uhrzeit genau anzeigen lassen, an welchem Tag, um wie viel Uhr, wo die Sonne steht. Ihr könnt dementsprechend auch entscheiden, ob das das passende Motiv ist. Wenn ihr zum Beispiel sagt, von mir aus dem Berg und darüber soll die Sonne aufgehen, ihr seht das in der App ganz genau, ob das so funktioniert, ob die Sonne dann auch da aufgeht oder ob man vielleicht den Standort wechseln muss, damit genau an der Stelle dann auch der Sonnenaufgang ist. Ihr kriegt genau die Uhrzeit angezeigt, wann ihr dort sein müsst, damit ihr dann ganz genau euer Fotoshooting planen könnt. Also ich finde es eine ganz, ganz tolle App, um einfach so seine Fotoshootings vorzubereiten und zu planen. Was ich zusätzlich noch sehr hilfreich finde in der App, auch wenn ihr gerne solche Sternspuren fotografiert, das haben wir hier auch drin. Ihr könnt auch hier alles genau einstellen, seht dann die Belichtungszeiten, ihr kriegt dazu gleich, je nachdem, was ihr eingestellt habt, habt ihr unten einen Timer mit drin, dass das alles so mit eingestellt werden kann, damit ihr diese Sternzieher dann alle so im Bild habt. Also ich denke, auch das ein sehr, sehr schönes Gimmick. Als nächster Punkt, wenn ihr Sterne fotografieren wollt, habt ihr einen Punkt, der heißt Sterne als Punkte.
Da könnt ihr ganz genau angeben, mit welchem Objektiv ihr fotografiert, mit welcher Blende ihr fotografiert und könnt euch dann genau ausgeben lassen, wie lang die maximale Belichtungszeit sein darf, dass die Sterne noch als Punkt dargestellt werden und nicht schon diese Mitzieher zu sehen sind. Auch das natürlich eine Riesenhilfe, müsst ihr nicht lange rumprobieren, sondern könnt euch direkt darauf einstellen und wisst ganz genau, was ihr maximal als Belichtungszeit einstellen dürft. Dann, wenn ihr gerne Zeitrafferaufnahmen macht, auch hier gibt es noch ein schönes Feature und zwar könnt ihr hier eure Aufnahmeintervalle berechnen lassen, die Cliplänge und auch die Eventdauer. Heißt also, ihr könnt das alles einstellen, je nachdem, was ihr machen wollt. Ihr könnt alle Werte eingeben und bekommt dann die entsprechenden Werte automatisch auch berechnet. Ich denke, auch das ist eine schöne Sache. Und zum Schluss haben wir auch noch einen kleinen Timer mit drin, wenn ihr so jetzt einfach mal einen Timer braucht, habt ihr das auch gleich mit dabei. Also sicherlich auch ganz nette Sache. Was noch interessant ist, ihr habt ein Lernzentrum, ihr habt also Lernvideos mit dabei, auch Handbücher und sowas. Momentan, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es nach wie vor nur in Englisch. Vielleicht hat jemand was gefunden, wo es auch deutsche Anleitungen gibt. Wer also der englischen Sprache mächtig ist, für den sollte das also kein Problem sein. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch auf YouTube eine ganze Menge Videos, wo das erklärt wird, wie die App funktioniert. Aber ich denke, grundsätzlich ist die schon ziemlich selbsterklärend. Wenn ihr hier so reingeht, ihr habt hier alle Daten angezeigt, wo ihr was findet, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wann die Milchstraße zu sehen ist und so weiter. Also ich denke, eine schöne App, wo unheimlich viele Infos sind, also gerade in der Landschaftsfotografie. Ist das unheimlich viel wert, wenn ihr auf diese ganzen Daten zugreifen könnt und könnt dementsprechend natürlich auch eure Shootings schön vorbereiten. Die dritte App, die ich benutze, ist für alle interessant, die mit ND-Filtern fotografieren. Die nennt sich Long Exposure Calculator. Ist einfach eine App, wo ihr berechnen könnt, wie lange eure Belichtungszeit sein muss, je nachdem, mit welchem ND-Filter ihr fotografiert. Ist auch ganz einfach aufgebaut. Ihr gebt im Prinzip unten die normale Belichtungszeit ein, die ihr normalerweise habt, wenn ihr ohne ND-Filter fotografiert. Im Feld darüber wird dann der ND-Filter angegeben, den ihr vor euer Objektiv setzt. Und dementsprechend wird dann unten angezeigt, wie lange die Belichtung sein soll. Ihr habt das vielleicht gerade schon gesehen. Er hatte hier unten gerade noch einen Timer. Der erscheint immer dann, wenn die Belichtungszeit über 30 Sekunden geht. Heißt also, bei der Kamera, wenn ihr eine Belichtungszeit bis 30 Sekunden habt, könnt ihr ganz normal an der Kamera einstellen. Alles, was darüber hinausgeht, müsst ihr dann natürlich so mit einem Timer einstellen. Deswegen ist hier unten gleich so ein Timer mit dabei, damit ihr das nicht verpasst, wann die Belichtung beendet werden muss. Ich denke auch das, eine sehr nette App, ist eine ganz kleine App, wunderbar, kostet auch nichts. Denke, sehr hilfreich, wenn man gerne mit ND-Filtern unterwegs ist. Und die letzte App geht mehr in die Richtung Bildbearbeitung, natürlich Lightroom Mobile. Ihr wisst das ja, ich arbeite gern mit Lightroom am Rechner, habe mir deswegen auch Lightroom Mobile auf dem Handy installiert. Und zwar ist es so, wenn ihr Lightroom Mobile auf dem Handy habt, ihr müsst nicht unbedingt das Abo haben. Das ist das Schöne an der Sache. Ihr könnt das auch komplett ohne Abo benutzen. Vorteil mit dem Abo ist einfach, wenn ihr eure Bilder auf den Rechner packt, ihr könnt die jederzeit auch mit dem Handy synchronisieren. Ihr könnt also vom Handy auf die Fotos zugreifen, die auf dem Rechner auch drauf sind. Habt damit natürlich die Möglichkeit, unterwegs mal schnell Bilder zu bearbeiten, wenn ihr gerade Zeit habt und jetzt nicht unbedingt den Rechner rausholen könnt oder den nicht dabei habt. Wenn ihr gerade Zeit habt, einfach Handy raus, Bilder bearbeiten und schon ist die Sache erledigt und ihr müsst euch nicht zu Hause ständig an den Rechner setzen und da nochmal was machen und da noch was bearbeiten. Könnt ihr alles unterwegs machen, gerade wenn ihr viel in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, ist das natürlich eine tolle Sache. Ist mal ein bisschen beschäftigt, hat gleich ein bisschen Arbeit erledigt und muss das Ganze dann nicht alles noch zu Hause machen. Ansonsten eine Funktion möchte ich euch vorstellen, ist die Kamera. Und zwar, wenn ich mit dem Handy fotografiere, wenn ich unterwegs bin, habe ich ja nun auch nicht immer meine Kamera mit dabei. Dann kann man natürlich gerne mit dem Handy fotografieren und zwar nutze ich dann auch Lightroom. Der Vorteil ist einfach, ich kann in der App die gleichen Einstellungen machen wie an der Kamera. Ich kann die Belichtungszeit, ISO, Verschlusszeit, den Weißabgleich kann ich einstellen. Ich habe die Möglichkeit, in RAW zu fotografieren. Ein ganz großer Vorteil natürlich. Normalerweise Foto-Apps, die Normal- oder Standard-Foto-App fotografiert ja in JPEG.
Hier habt ihr eine RAW-Möglichkeit, dass ihr natürlich hinterher auch die Bearbeitung direkt in Lightroom wieder machen könnt, ohne jetzt großen Qualitätsverlust. Ich denke, ein Riesenvorteil. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr Lightroom auf euer Handy packen wollt und fotografieren wollt, nutzt einfach direkt Lightroom zum Fotografieren. Dann könnt ihr die Bilder dort direkt bearbeiten. Ihr habt da genauso die Möglichkeit, selektiv zu bearbeiten, also Verläufe mit Korrekturpinseln zu arbeiten und sonstige Sachen, die ihr auch aus dem normalen Lightroom am Rechner kennt. Das Ganze wird regelmäßig erweitert, bekommt immer mehr Funktionen. Also ich denke langsam, es ist kein großer Unterschied mehr zu der Software, die auf dem Rechner ist und auf jeden Fall für alle, die viel unterwegs sind, sicherlich eine tolle Alternative. Das soll es auch schon gewesen sein. Ihr habt gesehen, Fotografie-Apps können sehr, sehr nützlich sein, können einem eine ganze Menge Arbeit abnehmen und natürlich auch helfen in der Planung. Was mich interessieren würde, welche Apps benutzt ihr so auf dem Handy? Es gibt da natürlich so viel Auswahl heutzutage, dass man gar keinen Überblick mehr hat, was man alles nehmen kann, was gut ist. Es gibt sicherlich noch so viele andere tolle Apps, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Deswegen, wenn ihr noch Tipps habt, was man gut nehmen kann, was toll funktioniert, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, ihr kennt das, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.